was ja einem der Gewissen unter dem meinen getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus redet eindringlich, was zählt am Ende? Dass wir den anderen Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir einfühlsam uns den Nächsten zuwenden. Dass wir geben, was Not tut. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zur Linken. Dann wird der König denen zur Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für eine unter den Geringsten der meinen getan habt, das habt ihr mir getan. Herrlich den Herrn mit dir, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Herrlich den Herrn mit dir, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen.
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christi willen. Amen.